Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video setze ich mich wieder mit dem PEAK-TECH P1700 auseinander. Ich möchte auch hier wieder darauf hinweisen, dass mir der Hersteller dieses Gerät für diese Videos zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem werde ich mich ganz objektiv mit dem Gerät befassen. Es soll hier um die Spannungsmessung im Low-Z-Modus gehen. Wir sehen das an dieser Stelle. Im Moment messe ich die Spannung im Normalmodus, so möchte ich das mal nennen, hier mit V-Auto beschriftet. Es sind jeweils Gleich- und Wechselspannung und auch pulsierende Spannungsmessungen möglich. Das Gerät misst True RMS. Im Moment habe ich nur eine Messleitung eingesteckt. Auf den Außenleiter dieser Steckdose. Die Messleitung führt hier in die entsprechende Buchse. Und nun zeigt mir das Gerät hier oben an, am NCV-Detektor, dass sich auf dieser Leitung eine Spannung befindet. Diese beiden NCV-Detektoren sind dafür nicht erforderlich. Man kann das genau nachvollziehen, wenn ich mich jetzt weiter von der Steckdose entferne. Man sieht, die LED leuchtet immer noch. Das heißt, hier wird wahrgenommen, dass auf der Messleitung eine Spannung gegenüber Erde besteht. Diese wird kapazitiv gemessen. Wir sehen aber auch, so ich fahre mit der Kamera einmal ein bisschen näher ran, ich befinde mich immer noch im normalen Spannungsmessmodus. Wir sehen aber auch, dass nun ein Messwert von 6 Volt angezeigt wird. Dieser Messwert ist tatsächlich richtig, das Messgerät misst 6 Volt. Und wie ich in einem vergangenen Video schon mal erklärt habe, wird es nun dazu kommen, wenn ich das Gerät anfasse, dass diese Spannung sogar höher wird. Im zweiten Teil des Videos werde ich nochmal erklären, wie es dazu kommt. Man könnte hier von einer Phantomspannung sprechen. Solche merkwürdigen Messergebnisse sind häufig unerwünscht. Deshalb verfügt dieses Messgerät über den Modus Low Z. Schalte ich in den Low Z-Modus um, so wird nach wie vor eine Spannung gemessen. Allerdings werden diese, ich sage jetzt mal, merkwürdigen Messergebnisse dabei nicht mehr auftauchen. Sie sind eigentlich insofern gar nicht merkwürdig, als dass die Messwerte tatsächlich stimmen. Aber sie stören. Schalte jetzt also um in Low Z. Und wir sehen, dass jetzt nahezu keine Spannung mehr angezeigt wird. Wir sehen hier Low Z an der Stelle und auch wenn ich das Gerät anfasse, wird es jetzt nicht zu dem Effekt kommen, den wir vorhin gesehen haben, nämlich zu einer nennenswerten Spannungserhöhung in der Anzeige. Im Low Z-Modus werden also solche, ja, ich sag mal Störspannungen oder vom Hersteller auch Phantomspannungen genannten Effekte kommen. Wie bereits gesagt, im weiteren dieses Videos werde ich einmal erklären, wieso in diesem Modus dieser Effekt auftritt. Und ich werde auch erklären, warum in dem Modus Low Z dieser Effekt nicht mehr auftritt. Dabei wird dann aber auch klar werden, dass ich mir das durch einen entscheidenden Nachteil einkaufen werde. Messe ich nämlich in Low Z, so kann es in bestimmten Schaltungen zu erheblichen Fehlmessungen kommen. Auch das sollte dann im theoretischen Teil dieses Videos klar werden. Interessant ist, dass im normalen Spannungsmessmodus die Max-Min-Taste nicht funktioniert. Ich kann allerdings mit Hold Werte einfrieren. Drücke ich hier wieder drauf, so bin ich wieder in der Echtzeitmessung. Aber im Low-Z-Modus kann ich nun tatsächlich mit Max-Min über ein bestimmtes Zeitintervall hinweg Max- und Min-Werte angeben. Ich muss jetzt etwas länger da drauf drücken, dann bin ich wieder in der Echtzeitmessung, so wie hier. Das finde ich eine gewisse Merkwürdigkeit, möglicherweise nur ein Softwarefehler. Einen anderen Hintergrund dafür kenne ich nicht. So, nun aber zu den theoretischen Betrachtungen in diesem Video.
Ich habe das Messgerät hier im Normalspannungsmessmodus eingestellt. Es zeigt etwa 6 Volt an. Ich habe das Messgerät über diese Messleitung an den Außenleiter angeschlossen. Die Schaltung, die ich nun hier vor mir habe, ist das eigentliche Messgerät mit einem Innenwiderstand von 10 Megaohm laut Herstellerangabe in diesem Messmodus. Und dieses Messgerät ist nun in Reihe geschaltet mit einem Kondensator, der mir die kapazitive Kopplung dieses Messgerätes über die Wand und über diese Stützstelle zum Erdreich abbildet. Das ist also die genaue Betrachtung dieses Bildes, das wir hier sehen. Im letzten Video habe ich diesen Effekt auch schon mal erklärt. Da habe ich hier einfach einen ohmschen Widerstand angenommen, wodurch die theoretischen Betrachtungen, vor allem die Berechnungen, dann deutlich einfacher waren. Aber auch hier lässt sich nun anschaulich erklären, was hier im Einzelnen passiert. Die kapazitive Kopplung zur Erde hin ist extrem klein. Das heißt, die Kapazität ist extrem klein, hier mit 8,31 Picofarad angenommen. Das heißt aber, dass dieser Widerstand an dieser Stelle extrem groß ist. Da ergibt sich mit Xc gleich 1 durch Omega C ein Widerstand von 383 Megaohm. Das ist viel, viel mehr als dieser Wert. Und das bedeutet, dass von den 230 Volt an dieser kapazitiven Kopplung ein viel größerer Wert abfällt als am eigentlichen Messwerk. Für das eigentliche Messwerk bleiben hier nur knapp 6 Volt übrig. Und damit erklärt sich nun eben auch genau dieser Wert. Und wenn ich nun mit der Hand hier anfasse, so wie ich das vorhin im Video gezeigt habe, heißt das, dass die kapazitive Kopplung zur Erde hin besser wird. Das heißt, der Kondensator wird eine größere Kapazität haben. Der Widerstand des Kondensators ist damit kleiner. Damit wird der Spannungsfall über dem Kondensator kleiner und der über das Messwerk größer. Das haben wir eben gesehen. Beim Anfassen erhöht sich dieser Wert. Möchte ich das Ganze nun sehr genau durchrechnen, ich habe das hier einmal getan, so muss ich eine Formel herleiten, die sich letztlich dadurch ergibt, dass sich hier in dieser Reihenschaltung im Zeigerdiagramm nun schon die beiden Zeiger für UI am Messwerk und UC über den Kondensator 90 Grad zueinander anordnen muss. Die Gesamtspannung ergibt sich nun aus der Addition dieser beiden Zeiger. Und auf diese Weise und mit weiteren Überlegungen kann man nun diese komplizierte Formel herleiten. Und wenn ich hier in diese Formel nun 10 Megaohm für den Innenwiderstand, 50 Hertz für die Frequenz, 230 Volt für die Gesamtspannung und 8,3 Picofarad für den Kondensator eingebe, ergibt sich tatsächlich eine Spannung von 6 Volt, die hier am Messwerk abfällt. Was verändert sich nun, wenn ich das Messgerät von normaler Spannungsmessung auf Low Z umstelle? Diese Formel bleibt und der entscheidende Unterschied, der sich hier ergibt, ist, dass in dem Low Z-Modus der Innenwiderstand des Messgerätes nicht mehr 10 Megaohm beträgt, sondern nur noch 3 Kiloohm. Da dieser Widerstand nun sehr viel kleiner ist als vorher, dieser Widerstand, die kapazitive Kopplung, aber nach wie vor extrem groß ist, fällt nun noch ein viel kleinerer Teil der 230 Volt über dem Messwerk ab. Ich habe diesen Widerstand also kleiner gemacht durch das Umschalten auf Low Z. Dadurch ist der Spannungsfall am Messwerk noch viel kleiner. Wenn ich das in dieser Formel durchrechne mit 3 Kiloohm an dieser Stelle, komme ich hier auf 1,8 Millivolt. Das entspricht sogar in etwa dieser Anzeige, die wir hier sehen. Ich erkaufe mir also das Beseitigen dieser sogenannten Phantomspannung in dem Messmodus vorher dadurch, dass ich hier den Widerstand verringere. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass bei Spannungsmessungen der Innenwiderstand des Messgerätes möglichst groß sein sollte. Also muss Low Z auch einen Nachteil haben. Und genau den werde ich im nächsten Bild erklären. Der Low Z-Modus wird in bestimmten Fällen zu völlig falschen Messwerten führen. Das möchte ich anhand dieser Reihenschaltung einmal demonstrieren.
Ich nehme an, dass ich zwei Widerstände von je 3 Kiloohm in Reihe geschaltet habe und diese Reinschaltung an 230 Volt betreibe. Das bedeutet nun, dass hier 115 Volt abfallen und auch hier 115 Volt abfallen. Und genau diese Spannung an diesem Widerstand möchte ich nun mit meinem Messgerät messen. Wenn ich im Normalmodus messe, hat dieses Messgerät einen Innenwiderstand von 10 Megaohm. Wenn ich nun diese Messleitung hier anschließe, wird sich der Gesamtwiderstand über dieser Parallelschaltung kaum gegenüber den 3 Kiloohm ändern, da ein sehr viel größerer Widerstand parallel zu diesem Widerstand geschaltet worden ist. Das heißt, die Spannung, die 115 Volt, werden durch dieses hochohmige Messgerät kaum beeinflusst. Rechnet man das einmal genau durch, so kommt hier ein Wert von 114,98 Volt heraus. Das heißt, ich messe nahezu exakt diese 115 Volt. Im Low-Z-Modus allerdings hat das Messgerät einen Innenwiderstand von 3 Kiloohm. Das entspricht genau diesem Wert. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese beiden Messleitungen anschließe, wird in dieser Parallelschaltung, die dabei entsteht, ein Gesamtwiderstand von 1,5 Kiloohm auftreten. Da die Gesamtschaltung jetzt insgesamt 4,5 Kiloohm hat, 1,5 Kiloohm davon am Messgerät auftreten, wird ein Drittel der Gesamtspannung, 1,5 ist ein Drittel von 4,5, am Messwerk anstehen. Das heißt, ich werde unter diesem Umstand, dass ich in Load Z geschaltet habe, die Spannung, die hier ansteht von 115 Volt, durch das Anschließen des Messgerätes auf 76,6 Volt reduzieren. Das ist natürlich der Wert, den mir das Messgerät dann auch anzeigt. Und somit ist die Messung dann komplett falsch. Und das bedeutet natürlich ganz klar, dass ich in fast allen Fällen nicht im Low-Z-Modus messen sollte, sondern im Normal-Modus messen sollte. Da der Innenwiderstand einen sehr hohen Wert hat, was in den meisten Fällen tatsächlich auch gewünscht ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier klar machen, warum der Low-Z-Modus in bestimmten Fällen Vorteile hat, das haben wir eben gesehen, aber auch welche Nachteile er hat, nämlich dass er in bestimmten Messanordnungen eben tatsächlich den eigentlichen Messwert stark verfälscht. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gut gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.